Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück beim zweiten Game Alliance gegen Speed Gaming International. Was für ein krasses erstes Game. Die No-Boots Weaver Strategie hat natürlich geklappt. Eternal Envy, Eternal Mad Envy hat dieses Spiel für sich entschieden, mit seinem Team zusammen. Und es kann sein, dass das schon das letzte Game des heutigen Abends ist. Kommt darauf an, wie gut Speed Gaming International auch im zweiten Game bestehen kann. Wenn sie das gewinnen, ist das Best of Three ihre. Und das wird dann Alliance in das Loser Bracket verbannen, einfach so. Wenn das keine Überraschung wäre, dann weiß ich auch nicht. Mal sehen, es liegt erstmal noch ein Draft vor uns und es liegen auch die ersten Spielminuten vor uns. Danach wird man vielleicht eine leichte Prognose treffen können. Vielleicht gehen wir auch in ein drittes Game, ein alles entscheidendes drittes Game, das dann bestimmt, wer im Lower Bracket weitergemacht und wer im Upper Bracket weitermacht. Ich begrüße erstmal ganz herzlich natürlich auf dem Stream nicht nur mal alle meine Viewer, die ihr so zahlreich eingeschaltet habt, sondern auch meinen Co-Caster und das ist der gute Evil Muffins. Ja, danke, danke. Ich begrüße dann auch noch weiterhin in deinem Namen Liscon, den du aber auch schon begrüßt hast. Ja, selbstverständlich. Der unser Statmann ist im Hintergrund. Er wird uns mit ein paar netten Infos während des Games versorgen. Und jetzt nimmt der Draft auch mal ein bisschen Geschwindigkeit auf. Speed Gaming will den Batrider und dafür kriegt Alliance Bomben. Zwei Bomben. Oh ja. Elder Titan und Lifestealer. Und wenn jetzt kein Profit-Bun in der zweiten Bun-Phase kommt, oder vielleicht auch ein Pick, jetzt schon, dann wäre das einfach nur. Das wäre einfach wirklich fahrlässig. Also es würde Eternity auch, glaube ich, nie im Leben machen, dass sie hier einen Profit durch den Draft noch durchlassen. Weil das wird sie ruinieren dann. Dieser Splitbush plus gleichzeitig noch diese Outtake-Bomben plus den unglaublichen Burst mit Titan zusammen, auch noch mit dem Ultimate. Im ganz, ganz wichtig, sechste Minute, so ab der sechsten Minute kommt dann ja noch das Ultimate von dem Profit mit dem Spiel, die dann extrem viel Schaden machen kann mit Titan zusammen. Das ist so brutal. Da hast du völlig recht. Das wäre wirklich fahrlässig und ja, das braucht man nicht großartig diskutieren. Das ist eine klare Sache, denke ich mal. Ja, gucken wir mal. Der Profit-Bun. Der Profit-Bun. Mhm. Du hast es gecallt. Ja, das ist keine Kunst. Das hätte jeder gekonnt. Was sind noch, deiner Meinung nach, gute Nikes-Bombs, die jetzt noch übrig bleiben? Ich meine, der Batrider ist jetzt auf jeden Fall Speed Gaming. Nix ist das. Auf jeden Fall Nix. Genau, da hätte ich auch noch dran gedacht. Wobei die wiederum Melee-mäßig dann ein bisschen zu stark unterwegs sind. Daher auch der Pack eine gute Option. Pack sicherlich schön. Im Zweifelsfall geht ja auch eine Queen of Pain, weil man mit Titan halt extreme Magiereduktion hat. Mhm. Und dann dieser Burst, der auch im Midgame sehr viel bestimmen kann, sehr viel Raum gewinnen kann, nochmal eine ganze Ecke stärker wird. Dazu würde man die Lane gewinnen mit der Queen of Pain oder zumindest ungefähr gleich haben, Minimum. Ja. Und eigentlich sollte Alliance jetzt noch so einen starken Supporter wie, ja, Crystal Maiden, wir nennen sie eigentlich schon die gesamte Zeit, aber es ist halt, Maiden ist echt gut geworden mittlerweile, auch wirklich so beliebt, dass man auch sagen könnte, dass hier ein Chen oder eine Ench noch gut ist, definitiv, aber ich hätte so das Gefühl, Alliance sollte sich doch auf so einen Helden wie Puck oder Quap auf jeden Fall in der zweiten Phase noch holen und dazu halt so einen soliden Long-Range-Supporter, der einen guten Initiate bietet, wie halt eine Crystal Maiden oder ein Bane vielleicht auch. Ja. Ja, sowas in die Art. Damit wäre ich sehr zufrieden, wenn ich sowas sehen würde. Und klar, Speed Gaming, wir wissen, was Bone 7 am liebsten spielt. Wenn der einen Clockwork kriegen würde, wäre coole Sache. Und funktioniert ja auch noch relativ gut gegen Lifestealer. Was ein bisschen Problem ist halt, dass der Elder Titan mit seinem Spirit natürlich durchläuft. Das ist schon richtig, aber wenn der Elder Titan gefangen ist, dann wird auch er sterben. Da hast du recht. Und für Outtake-Potenzial ist es immer gut und mit einem Batrider zusammen hast du einfach extrem gutes Scouting. Visage bringt auch gutes Scouting. Ja. Also da kann man schon viel machen, was Map-Präsenz angeht, ohne wirklich Wards zu stellen. Das ist schon ziemlich übel und Bone 7 spielt halt einen, ich weiß nicht, vielleicht den besten Clock der Welt, aber einen extrem guten Clockwork. Ja, ich muss auch sagen, ich finde ja auch Bulbas Clock persönlich sehr, sehr geil. So ja, als Amerikaner. Es gefällt mir sowieso, das neue Liquid-Lineup gefällt mir ganz gut. Muss ich sagen, auch mit Quark. Als Amerikaner? Bulba? Bulba kein Amerikaner. Es klang so, als wärst du Amerikaner. Ach so, nee, ich meine, also sagen wir mal so, die amerikanische Szene ist ja eher ein Schlachtfeld, als was irgendein produktiver Nährboden für neue Dota-Spieler. Und da muss ich quasi jetzt so nochmal darauf hinweisen, dass er Amerikaner ist, dass das Besondere ist, dass jemand Dota spielen kann. Toll. Im Vergleich zu Europa. Nur in Korea werden außergewöhnliche StarCraft-Spieler, nur in China werden außergewöhnliche Dota-Spieler und
Was für ein Spiel brauchen wir noch? Call of Duty gibt es da nur bei den Russen, weil die treffsicher werden mit jeder Wodka oder was? Wie läuft das Ganze? Und in Amerika gibt es Ölkriege. In Amerika gibt es Ölkriege, ne? Das ist dann eher was für Fallout. Ja. Na Mensch, Enchantress ist es tatsächlich. Es ist Enchantress, ja. Ein Long-Range-Support, der halt viel machen kann im Fight, viel Damage rauswirft und gleichzeitig gut ganken kann. Das gefällt Acke. Gefällt mir auch. Muss ich ganz klar sagen, schöner Supporter. Was hältst du von dem guten Spirit Breaker? Einfach mal Spirit Breaker? Einfach ein Spirit Breaker. In welchem... Ah, Gott, Max. Lass mich raten, deine Katze. Meine Hand. Ich habe mir Wachs übergekippt, weil ich nur die Kerze auswechseln wollte und jetzt habe ich hier einen... Mein Gott, das sieht aus wie ein Tintenklecks. Felix? Ja. Hast du gerade sexuelle Feuerspielchen, während du mit mir castest? Ich hab ein Teelicht, Mann. Okay. Warum hast du ein Teelicht in deinem... Achso, weil du da deinen Tee drauf hast. Nein. Ich hab ein Teelicht. Du hast einfach ein Teelicht, ein random Teelicht. Ich hab ein Teelicht, stell dir vor, ich mag keine Schreibtischlampen. Okay. Nein, ich brauch Schreibtischlampen, weil wenn ich jetzt hier anfange, mit meiner Webcam irgendwelche Kerzen auszupacken, sieht das aus wie ein Hexenzirkel. Und ich zeichne dann an meine Wand Pentagramme und beschwöre den Dota-Gott, damit Iizama weiter gewinnen kann. Ja. So läuft das. Ich hoffe mal, dass es ohne Dota-Gott geht. RNG-Manipulation wäre ja immer, finde ich, immer schön, aber das gibt's hier leider in Dota nur begrenzt. Oh, es gibt mal wieder einen Admiral Broly. Ein yes. Bulldog. Das ist schön. Aber was mir noch mehr gefällt, ist der Sandking-Pick von SG. Ja, gefällt mir auch. Besonders, der hat Möglichkeiten ranzukommen, hat er diesen unglaublich langen Level 1 dann. Langs den anderen Supportern sollte er doch Möglichkeiten haben, was zu bewegen in diesem Game. Aber wirklich, ich habe Angst vor diesem Elder Titan. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der unglaublich viel reißen kann. Und mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob Clockwork noch so die beste Wahl ist. Weil Alliance wird hier ziemlich sicher viele Roches machen wollen. Gerade mit Enchantress kannst du ja perfekt, wir haben das schon oft gesehen von Puppy, einfach 4 Level in Untouchable und dann schaust du mal zu, wie der Roche in alle 3 Sekunden einen Hit macht. Ja, ja. Das ist echt schon ziemlich krass und das kann man gut machen, auch noch mit einem Lone Druid Bear, der natürlich auch extrem tanky ist für den Roshan. Gleichzeitig Lifesteal macht viel Schaden und Elder Titan kann gut absichern den Pit. Und in der zweiten Pick-Phase, in der letzten Bannphase, könnte man jetzt noch den Darkseer raushauen, damit der Roshan-Fight von Speed Gaming nicht zu stark wird. Dann kriegt man viele Roshans, kann viele Fights nehmen, viele Tower. Oh. Und ja, das sollte dann ganz sauber laufen, sage ich mal. Storm Spirit ist ein guter Hero. Funktioniert ausgezeichnet gegen Lone Druid und Lifestealer. Hat diese gewisse Mobilität und es ist auch nicht zwangsläufig ein Silence-Träger in Sicht für die Alliance-Jungs. Ich kann mir vorstellen, dass bei Speed Gaming jetzt einen als Last Ban ein Pack kommt, aber es ist der Rubik, okay? Richtig, aber ich würde einen Rubik jetzt für Alliance immer noch ziemlich gut finden und... Oh, ist das der Elder Titan Mitte? Oh, das ist cool. Oder der Lone Druid Mitte. Ja, aber das ist beides noch offen. Also ist dann der Elder Titan offline. Keine Ahnung, was am Ende rauskommt, aber beide Optionen sind auf jeden Fall vernünftig. Du kannst einen Lone Druid ohne Probleme die Offline schicken, um ziemlich abnormal Creeps zu pullen. Wir haben das früher immer gut sehen können, als Bulldog noch das noch öfter machen durfte, weil Lone Druid halt noch das lächerlich gute Armlet hatte. Ja, da, wo der Bär keine HP verloren hat und wo der Bär auch nur 100 Bounty hatte. Auch noch wichtig daran gewesen. Ja. Nur jetzt ist es halt so, dass es eher gefährlich ist, wenn der Bär mal stirbt. Und deswegen macht man das eher ungern. Genau. Aber ich denke, Bulldog traut sich das zu, wenn er diese Pulls machen will. Ich würde ihn aber genauso gut die Mitte zutrauen. Wow. Warum nicht? Ist das Queen? Ist das ein Storm Spirit Carry? Wo sind alle Semis? Sama? Ich meine, mit Carry meine ich natürlich auf Carry gespielt. Auf Carry gespielt, ja. Das ist Eternal Envy, der spielt den Storm Spirit. Mit wenig Silence kann man es machen, ja. Sagen wir mal so, hoffen wir einfach, dass er einen besseren Storm Spirit spielt als Herr Wurst. Ich weiß, welches Game du meinst. Als ich das mit Arcos gecastet habe und ich schwöre es, der Storm, der war Pappniveau, das war so schlecht. War echt einfach nur gedived und eventuell ein Kill. Naja, doch, ganz ehrlich, ich hätte am liebsten an deiner Stelle in Wallchat geschrieben.
Wurst, you're not playing Lifestealer, you're playing Storm today. Ja, das war aber halt auch so lächerlich. Weil mit Lifestealer geht das. Aber er hat halt auch, echt. Er hat auch einfach seine Spells. Ich meine, er hat zum Beispiel prinzipiell nicht aus seinem Dings rausgecastet. Aus seinem Ball Lightning. Overcharge meinst du? Aus Ball Lightning raus. So, Ball Lightning, ja, hat er auch nicht rausgecastet. Toll. Und er hat sich immer verschätzt mit den Distanzen, wie weit er springen kann. Und dann wollte er pullen und hat er keinen Mana mehr gehabt, weil er zu weit gesprungen war. Oder immer wieder angesetzt hat zum Springen, was er immer wieder Mana kostet. Das war gut lächerlich. Aber war dann natürlich auch sehr bitter, wenn du mit Absicht sowas pickst und dann der Spieler, der das spielen soll, kann es halt dann nicht. Es war halt ein Fun-Game. So. Also. Arkos und ich weiß gar nicht, was wir da gecastet haben gegen Poseidon oder so. Wo es halt alle mal Spaß gemacht haben und jeder mal spielen durfte, was er wollte. Und hat halt der gute Herr Wurst hat halt ein Slopes-Bild rausgepackt. Vielleicht auch rausgepackt bekommen, man weiß ja nie. Vielleicht war da noch ein bisschen Rechnung zu begleichen und er hat diesen Helden mal bekommen. Oder wie Papi immer sagt. Das glaube ich natürlich nicht, aber. Oder wie Herr Wurst immer sagt. Nee, wie Danny hat doch gesagt damals beim TI 2. I hate peaks, oder ja, was meinst du? Wir sagen wie. Sometimes we just protect these heroes and then Papi picks some stupid shit and then we lose game. So, also das ist halt niemals das Spiel, was sie im Bootcamp trainieren. Gut, das war doch zu TI 2 Zeiten, das ist schon wieder eine Weile her. Und ich werde ganz kurz das Caster-Overlay anpassen. Ich habe nämlich gerade noch deine PNG bearbeitet, so dass man deinen Namen auch auf dem Stream sehen kann. Oh, vielen lieben Dank. Auch wenn mir mein Name jetzt, also der Name ist toll, ich... Okay, lassen wir das. Auf die Seiten von auf Speed Gaming haben wir in der Mitte Sing Sing unterwegs auf der Queen of Pain. In der Bottom Lane Pilai Dai auf dem Sand King. Aoi 2000 auf der Visage. Eternal Envy auf dem Storm Spirit. Geht übrigens auf den Soul Ring. Ganz interessante Kiste. Und Bone 7 ist auf dem Batrider in Offlane und danach vielleicht Jungle. Wir werden das sehen. Hast du jetzt schon Alliance gemacht? Nein, ne? Das war gerade nur Was war nur Speedgaming? Gut, ich war nämlich beschäftigt, das anzupassen. Mach doch nicht zwei. Okay. Ja, das ist... Ich würde es mich niemals anmaßen. Die Meldcast und die Ehre zu nehmen, die Teams vorzustellen. Ja. Vor allem das Team Alliance, das angeführt wird. Von einem gewissen Aki, zumindest in diesem Fall, der die Enchantress spielt. Da gibt es auch einen Lona, der spielt den Lifestealer. Übrigens mit einem Stouchy zuerst, also erwartet er eine aggressive Trial-Lane und denkt, dass er in die Defensive getankt werden wird. EGM spielt den Shadow Demon in der Midlane S4 mit dem Elder Titan mit, worauf ich mich schon maximal freue. Und Admiral Bulldog natürlich mit einem seiner vielen Lone Druid Sets. Er spielt genau den Hero, den Lone Druid auf der Bottomlane. Genau, und ich freue mich auch, muss ich echt zugeben, ich denke auch, unser Augenmerk sollte in der Mitte sein bei S4, weil gegen Queen of Pain, das heißt einfach Action, das heißt auch, dass Queen of Pain viel Action machen muss, einfach um da viele Last Hits zu verhindern, viele Denies rauszubringen. Sing Sing muss hier Vorteile ausspielen, also nicht... Oh, schau dir an, wie S4 das macht, er lässt den Titan da oben und jetzt kommt der Creep in Range und perfekt, zwei Creeps. So macht man das, Leute, so macht man das. Den Range Creep snipen, wenn es geht, und dann durch die anderen erst durchgehen, während der nächste Last Hit in Aussicht steht. Oh, guck dir mal den Spirit Bear an. Auf der Bottomlane, wird er das überleben? Ja, nee, wird er nicht überleben. In 30 Sekunden gibt es wieder einen Grave Chill. Stimmt. Oh, sehr schön gemacht von Aoi. Aoi 2000 mit einem schön gemacht und hat das gelastet. Gold geht 300 an. Gold an den Sand King. Nice. Sehr schön. Das sind frische Boots oder ein Chicken Upgrade. Und das Storm ist mit Soul Ring. Ja, ich hab's schon gemeint. Also. Achso, du hast gerade. Es tut mir leid, ich war abwesend. Ich wollte gerade sagen, hatte ich eigentlich schon gesagt, aber du warst ja anscheinend. Da nicht mal wusste, wie viele Teams. Wie auch immer, du warst beschäftigt. Heftige und Soul Ring finde ich echt komisch, muss ich auch echt zugeben. Mag ich auch gar nicht so. Er hat eigentlich. Auf dem Storm Spirit. Die hat. Das Ass im Ärmel. Eine 5 und eine Rille von 3 zu 2. Eine 60% Winrate. I don't know. Das ich glaube. Besser. Es geht besser, wie wir gesehen haben, der Lone Ruled Bear hat schon 77% Winrate. Wiederum. Oh, Pilai Dai. Oh, falsche Richtung. Jetzt müssten sie es gehört haben. Das müssten sie gehört haben. Aber schaffen sie das denn überhaupt? Sie haben nur zwei Creeps. Zu langsam. Oh Gott, Disruption. Oh, das ist schlechtes Timing. Der Rest hat sich schon entschieden, woanders hinzugehen. Das ist aggressives Jungling von der Enchantress. Das gefällt mir, finde ich gut. Könnte man vielleicht sogar noch Druck auf Sing Sing machen. Wobei das ziemlich unnötig ist, weil eigentlich sollte der Elder Titan in der Mitte solide stehen mit Bottle Crow.
Oh, aber jetzt werden sie eingeschlossen von zwei Seiten. Im Sandwich. Und EGM wird wahrscheinlich das First Blood werden in diesem Game. Bone 7 geht da hinterher. Da ist auch nochmal eine Visage dabei. Und das wird doch definitiv das First Blood. Sing muss aber aufpassen. Sie können sogar noch sterben gegen eine Wave. Die macht 140 Schaden. Red Rider bekommt es. Oh, oh. Aber er hat die Healings auf. Also alles gut. Da kommt auch die Bottle wahrscheinlich für ihn. Genauso ist es. Elder Tide hat derweile ein wenig gefarmt, aber so ein bisschen Assist Gold geht sich natürlich auch für eine Queen of Pain aus. Jetzt kriegt Eat Da Muffin das First Blood Item. Das ist, ich wette, jedes Mal, wenn ich irgendwie in Games gehe, werde ich getortet von Leuten, die sich Muffin nennen. Das ist unglaublich. Ja, ist doch nice. Ich krieg schon mal einen, der hieß Bad Muffin und hat das Item dann bekommen. Echt. Okay. Ich bekomme übrigens nie. Ich bin bescheuert. Ich hätte meine mobilen Geräte anmachen sollen, weil dann kann ich ja auch Tournament Drops bekommen. Ich gucke ja immer über die Twitch App auf iPad und iPhone und dann habe ich ja meinen Twitch Account mit meinem Steam Account verbunden. Das heißt, da ich das Ticket habe, kann ich Tournament Drops bekommen. Und das gilt natürlich auch für euch. Wenn ihr dieses Ticket habt und jetzt gerade zuguckt bei uns, bedeutet das, dass ihr Tournament Drops kriegen aber könnt. Aber nur, wenn ihr euren Twitch-Account mit eurem Steam-Account verbunden habt. Das richtig, ist ja. Und guck mal, weißt du, wie mein Dedication ist so hart. Wenn ich weiter jetzt was angucken würde, also so einen Stream offen haben würde, könnte ich ja Items kriegen. Aber das würde mein Internet zu sehr belasten. Dann könnte ich nicht gut streamen. Und deswegen habe ich keinen einzigen offen. Keinen einzigen. Er ist vor in der Mitte. Übrigens, hat den MS noch. Kommt mal weg. Also ich opfere hier meine Tournament-Drop-Möglichkeiten. Oh, du bist zwar ein harter, gütiger Mensch. Boah, guck dir mal diesen dicken Stack an, Alter. Übel. Das ist Farm. Bone 7. Demnächst geht's mal hoch mit den Leveln. Ja. Hat aber auch relativ gut sonst gefarmt. Also 7 Creeps und sie hat Tranquil Boots. What the hell ist da los? Aber Pilot guck mal hier. Ich sehe eine Disruption. Nicht, oder? Oh, dieser schöne Stun. Sehr schön, dass dann S4 wird den Last. Ne, wird er nicht bekommen. Es wäre perfekt gewesen, aber es geht dann letztendlich an die Enchantress. Gucken wir mal. Loda hat 77% seiner Spiele gewonnen mit Lifestealer. Schau mal an. 8 Stacks jetzt. Jetzt geht's los. Spawn 7. Einmal durch. Renn wieder weg. Und gleich nächste Stack. Das ist ja nur ein Level 1. Das ist ja nur ein Level 1 Firefly. Aber es reicht. Es macht locker genug Schaden. Auf einmal ist er Level 4. Und das ist alles noch Skeletons. Noch extra Farm. Ja. Einmal Point. Sehr nice. Das ist doch. Der ist Level 5. Level 5. Sehr geil, 3 Level gemacht. Oder zumindest 5. Minute, Level 5, saubere Sache. So läuft das. Oh, guck mal, die Midas ist da in der 5. Minute für unseren Loda auf der Top-Lane. Also die Illo-Rune von Sing Sing in der Mitte gesehen. Nee. Sing Sing spawnt die Illo-Rune im Astral Spirit, Illusion, plopp. Oh nein. Einfach nur plopp. Direkt aufgelöst. Aber es ist eigentlich so eine gute Rune am Anfang in der Midlane, weil damit kann man doch seine Last jetzt gut kontrollieren. Ist natürlich. Besonders mit dem Slow. Mit dem Slow kann halt so viel gutes Harassment machen. Aber jetzt ein Pinzer-Move von den Pilot-Eyes. Oh, sehr schön. Und das kommt nochmal. Ne, da kommt nicht mal eine Soul Assumption dazu. Das könnte das vielleicht in den Kill sichern. Oh, Pilot-Eye geht down gegen den Elder Titan. Sing Sing macht den Rego, bekommt einen nächsten Kill. Die Visage mit dem Autotext. Aber den wollten sie wahrscheinlich nicht verlieren. Aber sehr schön. Sing Sing blinkt hier runter und ist außerhalb der Gefahrenzone. Kann sich jetzt auch Power Threads bauen. Oh, hier wir ganz kurz. Eternal Envy. Nur am Hat noch richtig viel aber rausgeholt in der Mitte da, ne? Bulldog kontrolliert hier Envy ganz schön gut. Ja. Der ist sogar 5 geworden. Meine Güte. Ja, Bulldog macht seine Arbeit sauber. Die Supporter, ich weiß nicht, wo sind die Supporter? Wo sind unsere Gegners? Die sind in die Mitte rotiert, um diesen Elder Titan zu töten, der tatsächlich noch einen Kill geholt hat, bevor er down gegangen ist. Erstaunlich, wie viel er rausholt aus der Midlane. S4 macht hier einen sehr guten Job. Hat auch viel wirklich. Es war auch schön, dass. Boah, sorry. Nicht hingeguckt. Ich habe leider auch es war auch sehr schön, verpasst. Dass der Ding, wie heißt es nochmal, der Shadow Demon in die Mitte rotiert ist, denn selbst wenn der Soul Assumption geflogen wäre, hätte er einfach disrupten können. Genau. Und nochmal richtig Zeit gewonnen. Die hätten alle in den Tower weiterstehen müssen. Richtig. Das hat richtig viel Wert gehabt, eigentlich, diese Rotation. Ja, und Pilot Dye hat sich auf sein Leben gekostet. Und Pilot Dye wird da oben auch nochmal sterben. Oh, nee, gut. Nee, wird er nicht. Doch, wird er, da kommt ein Titan. Oh. Da kommt ein Titan. Und das ist jetzt einfach ein Wartespielchen, bis in 15 Sekunden der nächste Titan ist. Ja. Pilot, er rennt, er weiß genau, er muss rennen. Hat er einen Stun? Er hat einen Stun. In den Tower. Aber das wird ihm sein Leben kosten. Spirit? Ja. Spirit. Aber er ist da gerade jemand reintippiert, aber es wurde abgebrochen. Das ist extrem bitter, dass so unerfolgreich dennoch der Stun rausgelaufen ist. Ja. So viel Zeit. Oh, guck mal, Bone 7. Der Junge. Bone 7 farmt.
Weiß gut. Man farmt. Und farmt wir gut. haben einen Silberrücken hier auf der Map. Sehr nice. Ein Silberrücken? Sven gefällt mir. Ja, ein... Das ist bei Gorillas. Der stärkste Gorilla im Pack heißt Silberrücken. Und warum weiß ich so einen Schwachsinn? Weil Toriko. Weil du Dota auf Deutsch hast. Nein, Toriko. Okay. Das ist ein Manga. Oh, Arke. Oh, aber Arke. Wird gepult. Und das ist und ein einfacher Kill. Und er geht dann Storm durch den Auto-Attack. Sehr nice. Obwohl really? Da eine Soul ist. Da war doch eine Soul Assumption dabei, oder? Denke schon, ja. Ja, die habe ich zum. Ich meine, sie gesehen. Oh, Envy. Oh, wird jetzt aber sogar entangled. Aber das ist halt das Schöne mit Storm, du kommst halt immer aus dem Entangle raus. Highlight Eye kriegt vielleicht sogar... Oh, aber da kommt der Titan rein, S4. Ist Level 8, hat übrigens keine Ulti geskillt, also komplett Spirit und Order durchgeskillt. Da kommt der Stun von Highlight Eye, oh aber... Gott. Oh Gott, S4. Damage! S4 hat das Beast, oh. Meistert aus. Plus 92 Damage. Und Highlight Eye geht auch down. Schöner Sentry. Sehr gut Sentry gemacht geplaced. Von Arke. Wow, sauber wow. gemacht. Das war sauber gut gemacht. Gespielt gerade von Alliance. In der Zwischenzeit hatte in der Mitte der Batrider mit seinem Lissou ein EGM abgefarmt. Der hatte keine Chance, sich sinnvoll zu verteidigen. Mit Level 6 Shadow Demon ist einfach kein Land zu sehen. Und ganz ehrlich, diesen Skillbild von Titan habe ich schon sehr oft gesehen, auch von Navi. Finde ihn auch besser. Na gut, okay, ich würde sagen, der letzte Level in Natural Order oder in Astral Spirit wäre im Ultimate besser aufgehoben. Aber ich finde ihn legit, weil das einfach unglaublich geniales Outtake-Potenzial ermöglicht im Midgame. Besonders halt mit diesem Power Threads Bracer, mit diesem Stud-Heavy-Build, der dich sehr mobil und stark im Early-Game macht. Ja. Das ist eine echt schöne Kombination. Zingzing will diesen Kill, aber das kann sehr schnell zurückgehen. Oh, boah, schau mal, wie weit die diven. Das ist das Netz. Netz. Oh, den Stun gedodged. Nee, hat er nicht, aber nicht. Hat gereicht. Und jetzt wird Zingzing kommen und sich ein paar Creeps abfarmen. Beziehungsweise sie werden einfach weggehen. Und Seven hat das Stagger. Minute 9, nette Zeit. Er hat auch 2 Kills gemacht. Und First Blood bekommen, glaube ich. Ja, er hat First Blood bekommen. Aber durch diese viele Aktionen und Rotationen und diese Aktionen im Jungle hier von Alliance sind sie halt in der Lage, diesen Bottom Tower einfach plopp gekickt und damit auch Farmraum eingegrenzt. Gerade für Storm Spirit, der könnte, wenn er auf Carry, der ist ja auf Carry gespielt, könnte eigentlich sehr viel im Jungle grundsätzlich farmen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der ist einfach zu Mana-abhängig. Auch wenn er farmen will, also ich stelle mir den als Farm technisch nicht so gut vor. Und auch wenn er carryen will, ist er glaube ich zu squishy. Gerade gegen sowas wie Titan. Der will einfach innerhalb einer Sekunde pomp, tot. Pilot die? Hm? Kann er die Regenrune verhindern? Boah. Das ist schon gemacht. Das ist echt übel. Mit der unter der Aura ist alles wie Pure Damage, was magical ist. Ja. Aber das ist echt krank. Was wir noch nicht besprochen haben, ist Loda. Der farmt gut, aber er farmt irgendwie meiner Meinung nach noch nicht genug. Benutzt auch sein, jetzt benutzt er seine Midas. Er hat 67 Last Hits. Oh, da kommt in der Mitte vielleicht ein Go. 67 Last Hits in 10 Minuten. Das haben wir auch besser gesehen von Emo. Oh, da ist der Blinkdagger. Aber sehr schöne nice. Disruption. Trotzdem, S4 bekommt sehr viel Damage. Da kommt der Stun hinterher. Bone Server mit dem Firefly Kill. Sehr schön. Sehr gut ausgeführt. Von, extra crispy. Von Speed Gaming wirklich gut ausgeführt. Oh, Loda hat und er nicht Isaba, sehr schön. Sehr schöne Rotation hier gerade. Und da ist der Soul Ring. Ich wollte auch gerade sagen, eigentlich müsste doch der Nikes mehr haben. Der müsste doch vom Gold her ein Armlet haben. Und das hat er auch. Ja. Wird ihm gerade rausgeflogen. Ist echt übel. Also, boah. Das ist viel Gold. Und je mehr sie rotieren, um auf der einen Lane jemanden zu töten, desto eher farmt sich ein anderer Carry gerade einen Wolf ab. Sieht man ja auch gerade unten, Bulldog hat einen Face Boots Bär, dazu selbst Tranquil Boots. Und das als Offlane, also der hat echt zu viel gefarmt eigentlich. Übrigens hat er gerade eine relativ hohe Chance auf Entangle. Hat lange nicht mehr entangelt, der Bär. Das heißt, wir sehen gleich den... Falls einer von euch nicht weiß, es ist random... Pseudo-Random Distribution, ja. Pseudo-Random Distribution, genau. Wenn er lange keinen Entangle mehr gemacht hat, steigt die Chance, auf den dass der nächste Hit endlich ein Entangle wird. Was für viele nach First Hit Entangle oder First Hit Bash aussieht, ist einfach nur das Resultat aus, den Bär durchgeht gegen Creeps angreifen lassen, dann einfach nur noch auf Helden schicken ab irgendeinem Zeitpunkt. Oh, ist der Damage, der nur durch diesen Spirit bei Paladai ankommt. Ist halt alles wirklich Pure Damage dann mit Level 4 Aura. Es ist einfach voller Magical Schaden. Ja. 100%. Das ist echt krank. Das zerreißt sie unglaublich schnell. Oh, guck mal, Pilot, der muss laufen, weil er weiß, das könnte ihn. Guck dir das an. Oh, echt, das sind dann halt einfach genau 240. Der arme Junge. Echt jetzt krank. Geht's an den Tower, jetzt geht's an den Tower. Schöner Pull. Und er kriegt den wahrscheinlich noch auf den High Ground hier hoch. Nein, nicht mehr ganz.
Aber sehr schöne Stunts. Aber gut gedodged. Eternal Envy ist mit der Haste-Runde. Der Zentauren-Stunt! Der Zentauren-Stunt so gut. S4 wird noch down gehen, aber das war perfekt gespielt. Der gegnerische Carry bekommen Loda am Arme toggeln. Wie gut dieser Acke-Stunt war. Loda toggelt um sein Leben, ja. Sehr gut gemacht nochmal am Ende, aber sehr schön dieser Stunt. Du hast wirklich perfekt schon gesagt im Grunde im Fight. Das, was den Fight gewonnen hat, war wirklich dieser Stunt. Das war wirklich dieser geniale Enchantress-Stunt, der den Eternal Envy sofort den Shutdown gegeben hat, bevor der überhaupt pullen konnte. Ich glaube, deswegen ist er auch rübergegangen. Er wollte einfach nur seinen Electric Vortex gerade nochmal auf den Titan bringen und danach den Damage anbringen, aber sofort gestoppt. Perfekt. Noch bevor es überhaupt dazu kam. Das war echt gut gemacht. Und dabei war der Hasted, ne? Ja, dabei war der Hasted, aber sehr gut gemacht halt einfach von der Enchantress. Kann ich anders sagen. Bottom wird übrigens gerade Bulldog gefunden. Kriegt doch die Slows ab und doch die Hits wahrscheinlich. Boah, da geben wir ihm alles. Drops. Ja, das reicht. Ja, das sollte mit den Familiar Drops jetzt reichen. Ja, sehr gut sehr ausgeführt. Schön. Oh, denied! Oh mein Gott, dieser Bulldog! Meine Fresse! Mit dem Bär. Oh mein Gott, wie gut. Nicht. Richtig stark gemacht. Und Titan hat sogar noch jetzt eine Drum dazu. Der ist für 3 Deaths, hat der richtig gute Items. Wie viel ist eigentlich der Net Worth? Für 3 Deaths 4500, das ist wow. Wow, also unglaublich. Ich bin gerade, ich weiß, der Self-Deny hat dich auch geflasht, aber dass der noch so viel Farm hat, flasht mich irgendwie noch mehr. Ja, wow. Dieser das Deny war einfach echt godlike. Alter und Fall, sie haben ihm ja nun wirklich alles gegeben. Ja, das ist Corp Ultimate, 160 Sekunden Cooldown, have fun. Familiar Stunts, 135, alles los, so sie haben Soul Assumption. Ja, es ist echt viel Aufwand gewesen, die Supporter haben ja auch nicht unendlich Mana, ne? Nicht, wenn man keine Arc Boots hat. Ja. Musste in die Base gehen, Visage. Anders wäre es Mana nicht wieder da gewesen. Ja. Jetzt Envy wird in der Mitte weggedrückt, der Titan sucht auch, ja, der Titan sucht nach den restlichen des Teams und boah, hat 3 Helden gefunden. Das sind 120 Schaden, die da gleich einfliegen. Und dazu 15%, dann bist du auf 500 MS, 450 MS kommen oder so. 443, boah. Der zuhaut, Alter, der richtig sauer. Das ist wie eine DD-Rune. Das Kranke ist, weißt du, noch bevor der Buff ausläuft, kann er den nächsten schon losschicken. Ja. Weil er so lange gebraucht hat, zurückzufliegen. Das ist halt echt das Lächerliche daran. Noch bevor überhaupt der alte Buff ausläuft, hat er schon den nächsten unterwegs. Mhm. Und könnte sich ja natürlich direkt wieder neu hochbuffen, wenn er ihn wieder reinholt. Genau. Liskon, eine Frage kam gerade, was war der schnellste Bad Dagger? Kannst du ja vielleicht mal nachschauen. Wahrscheinlich dann halt mit Supports, die mitstacken für den Bad Rider. Kannst du ja mal vielleicht nachschauen und diese Antwort. Also ich kann mich an 6 Minuten Dagger erinnern. Also es muss in dieser Preiskategorie sein, sag ich mal. Ja. Bestimmt. Also wenn da ein First Blood dabei ist oder so. Ja, 5.30 jetzt auch gesagt, das sagt auch gerade jemand im Twitch-Chat. Also, es wird eine schnelle Zeit sein, aber das ist natürlich was anderes als jetzt diese Jungle Batrider, logischerweise. Das sind ja immer dann Ausnahmezustände, die zu Rekorden führen. Ja, genau. Boah, Loda. Loda auf der Top-Lane. Loda ist gut. Ist echt sehr aufmerksam. Ja, hat jetzt auch wieder eine Midas ready. Kann sich aber keine Creeps im Jungle. Das ist natürlich ein Problem, sad, wenn man so viel farmt. Guck mal, Eternal Envy, ey. Echt krank, ja. Das wird überall weggedrückt. Wie soll der überhaupt farmen? Wie soll der überhaupt mal Orchids kriegen? Der ist jetzt noch schon davon entfernt. Boah, Loda, mach den Go auf Pilot Die, wird aber stattdessen angegangen. Und oh, geht jetzt auch tatsächlich down. Da ist der Live. Oh, dafür. Acke, mach den Rego. Komm hier, snipe. Ah, schafft es. Oh, da ist ein Kurier gestorben. Ach, Sing hat den Kurier geholt. Sehr nice gemacht. Sehr gut gesehen. Was war in dem Kurier drin? Wir wissen es gleich. Nichts. Gar nichts war drin. Nichts war drin für das Team Alliance. Aber Alliance geben dann trotzdem mehr Gold her. Allein schon, weil der ihr Nikes gestorben ist mit einem Midas off Cooldown. Ja, genau. Das ist ein großes Problem. Echt übel. Das tut weh. Das tut im Farm insgesamt weh. Und sie haben auch den Mid-Tower jetzt einfach so hergegeben. Boah. Also gerade wird Alliance ein bisschen schlampig. Würde ich schon fast sagen. Und der Goldkraft zeigt es auch. Das wird jetzt einfach mal zurückschießen, ungefähr auf plus 1000. Und der XP-Kraft ist schon even. Aber die Frage ist halt, was können die Helden machen, ne? Und ja, genau. Wenn wir dann Lone Druid und eine Nikes gegen einen und Elder Titan abwägen müssen gegen einen Batrider mit Queen of Pain and Storm, können wir eigentlich nur sagen, ein Outtake ist drin für unsere Speedgaming-Jungs. Und danach müssen sie. Oh, Arke wird gezogen.
Bootsoffer, aber sehr schön gemacht. Und Pyleiter ist Ulti komplett negiert. Boah. Und 5,20 war der schnellste Dagger von RGD in Brax. Koik war 5,50. Aber der schnellste war Brax mit 5,20. Ist mir egal, Koik war. Hype, ach. Hype. Wir hypen die richtigen Jungs. Der gute Liquid. Und mit Blessur auf Cooldown. Erste Reaktion, Roche, go. Ja, cool. Sehr schön gemacht. Gefällt mir echt gut. Sehr stimmiges Movement hier von Alliance. Sie hatten eh alle in der Nähe, weil sie entweder weg aus der Base kamen oder weil gerade Bulldog am Ancient Farm waren. Aber eigentlich ist es ja wahrscheinlich sogar andersrum. Sie können jetzt Roche anlegen, weil es so geplant war, dass halt Bulldog eher erstmal Ancients legt und so weiter. Sie halt eher in die Mitte rotieren wollten, nachdem ihr eigener Tier 1 in der Mitte weg ist, können sie es eigentlich nicht erlauben, den anderen Tier 1 stehen zu lassen. Sie verliert dann zu viel Map. Ja. Ah, schön. Schönes Dota jetzt gerade von Alliance, wirklich. Auch wenn ich weiterhin mich freue, dass hier so ein aggressiv-freudiger Draft von Bulldog hat eigentlich keine Bombe. Bulldog. Allerdings ist der im echten Bulldog drin und das war halt vielleicht ein Fehler. Gucken, ob er nicht geblockt wird, ob... Oh, Entangle. Oh, Bash? Nein, schönes Oh, Stunts. Sehr schön gemacht, den Familiar Stunts. Gar nicht erst den Spirit Bear groß angreifen lassen. Das war klasse. Ja. Alles beide Vögel gespawnt. Ja. Nee, sind resummed gewesen. Alle resummed. Super sehr gemacht. Sehr gut gespielt. Perfekt gespielt von OA2000. Ich muss nur sagen, ich halte ihn auch für einen sehr, sehr talentierten Carry. Aber auf der Supporterrolle gefällt er mir fast noch einen Tick besser. Also vielleicht war es auch, lag es einfach am Team. Aber er war ja vorher bei Dignitas. War er Carry. Da hat mir einfach das Team nicht so gut gefallen. Halt, ich bin kein Fan von Sneaking. Als Solo-Mitte. Jetzt macht es sich als Support hier sehr gut. Wir haben hier doppelt einen Mats-Golems für den Storm. Wo? Naja, da wo er halt farmen will, ne? Erstmal, du bist noch 150 Gold von einem Orchids entfernt. Wie wär's mit ein bisschen Mats-Golems, sagt sich der Dota-Gott. Was, mit zwei Mats-Golems? Wobei das jetzt natürlich ist, man muss auch wirklich dazu sagen, er hat auch vorher gar keine bekommen. Also ja. Ich glaube nur ein einziges Mal. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, aber hat wirklich selten Mats-Golems bekommen, von daher. Ist das, glaube ich, schon legitim, dass er jetzt die früher oder später halt auch mal kriegt. Trotzdem, es ist immer bitter, wenn sie vor einem stehen. Die sind einfach so. Die sind einfach nur dafür da, dass dein Farm gedämpft wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass die einen anderen Sinn haben. Außer du bist der Lifestealer. Außer du bist Lifestealer, außer du bist Bristleback, außer du bist ein Alchemist, dem ist auch egal. Geht eh physisch. Aber ansonsten ist das so nervig für jedermann. Und ey, ganz ehrlich, Elder Titan kommt sogar langsam sicher an BKW ran. Sowieso für die 20. Minute sind hier alle unterfarmt. Wirklich, das ist unterfarmt, jeder Einzelne. Na klar, ja. Na klar, absolut. Die machen es ist halt ein sehr aggressives Spiel. Tight. Genau. Ja. Keiner kann so mal Flash farmen jetzt noch, es geht einfach nicht mehr. Aber kein Dagger auf Pyladei ist schlecht. Dafür haben sie einen Batrider mit Forstaff, Dagger und BOT, was auch sehr stark ist. Definitiv. Aber EGM ist zum Beispiel total itemabhängig und hat irgendwie 3000 Gold. EGM. Nice. Warum wir können sogar einen Forstaff demnächst stellen für sein Team. Ich glaube, dieser Lifestealer wird ein S&E-Lifestealer. Ein was? Sange und Yasha. S&Y, wenn du es schon krass Englisch aussprechen willst. S&Y. Weiß ich. Na gut, das ist recht. Aber wie geil die Creeps aussehen auf der Top-Lane. Ja, es ist so, erinnert mich daran, wie noch früher damals Kronos 4 mit Toss zusammengearbeitet hat, dass die Gegner ja mit Burrowstrike zusammengearbeitet hat, dass die Gegner dann unbesiegbar wurden unter Burrowstrike und du hast Chronos 4 drüber gemacht, sie sind dann einfach in der Luft geblieben. Echt? In Dota 1 war das. Was? War halt einfach so, dass die Gegner zwischen Burrowstrike unbesiegbar waren und dann ich initiate mit Sand King, Chronos 4, Gegner sind in Unbesiegbarkeit eingefroren. Ja, danke. Das war das, was ich brauchte. Oh, Bulldog wird hier gefunden. Bulldog kann dann nichts machen. Pyladei channelt die Ulti. Swing, swing. Rastet aus. Und es wird kein Deny werden diesmal. Und weißt du warum? Hat sich den Shadow Strike. War kein Dings drin, war kein hat sich den Shadow Strike gespart, lieber mal. Aber hast du dieses Dagger gesehen? Dieses ganze 0,200 Warcraft Meter weite Dagger. Von hier bis hier. Ja, das war der Riesendagger. Das war sick Gaming. Oh, S4 hat hier ein Paket und oh, Pyladei mit dem Board seines Lebens durch die Treeline gesetzt, aber der, oh, kommt der raus? Das ist die Frage. Er ist jetzt sehr schnell. Aber das hält sein ganzes Team noch bei ihm. Ja. Bone 7
klärt. Wie geil ist das denn? Guck mal, den Chartos holt sich hier ein Satyr und schießt dann erstmal auf Envy mit der Wave. Einfach nur, um ihn weiter Damage zu damagen, die Creep Wave zu farmen. Wie sich das gehört. Was ist das für Harassment? Und oh, Ench hat einen Mecha fertig, wow. Ench mit Mecha gefällt mir auch sehr gut. Eigentlich hätte der Titan das holen können, ist auch ein sehr beliebtes Item auf Titan, aber er ist anscheinend mehr im Semi-Carry-Mode. Er ist halt der BKW-Träger, glaube ich. Weil das ist ja, das ist richtig. Das ist halt sowas, was ein bisschen auf Seiten von Alliance fehlt. Also das wollte ich eigentlich schon im Draft ansprechen, hab's dann aber vergessen. Das ist eigentlich die Disables fehlen. Wir haben Entangle, gut, das kann man bei Bulldog meistens als sicheren Disable nehmen. Aber auch das kommt halt nicht immer genau on time. Elder Titan Ulti ist kein sicherer Disable oder auch kein sicherer Slow. Der Stomp ist halt so eine Sache. Und der Lifesteal hat auch keinen Basher. Shadow Demon ist eher ein Vanish, kein Disable. Und da sind wir da eigentlich durch. So. Also Enchantress halt mit ihren Creeps. Aber das ist auch alles. Ja. Ah, und okay, Speed. Ben Resummoned. Ja, ich war ja nur kurz zurück. Ja, ich hab die Familias gesehen. Ja, es geht aber auch sehr weit mit den Items voran. Loda, renn doch einfach mal zur Lane und benutze einmal mehr Midas. Loda! Loda, please. Why not? Hat doch kein Sage Yasha, er ist nicht schnell genug, um Midas zu benutzen. Schöne Begründung dafür. S4 oben auf der Toplane, ein bisschen out of position. Pilot, der hat Epicenter noch in der ersten 10 Sekunden. 10 Sekunden. Aber never mind. Das sind da. Kausalitäten, die sind zu vernachlässigen. Mit einem Dagger auf einen farmenden Titan hat er es geschafft, daneben zu setzen im Boros Strike. Ich weiß. Das ist echt. Das ist Free Aiming, so mache ich das auch immer. Ich mache einfach. Ich habe keine Lust, einfach nur auf den Gegner zu klicken. Das wäre ja safe. Man kann es ja nicht schief gehen. Das ist. Auf wie Gegner, du immer so schön gern sagst, ist nicht männlich. Das ist nicht männlich genug. Genau so ist es. Ist aber, es halt auch wirklich. Es ist halt auch so. Es ist genau wie beim Lions dann. Du hast ja quasi nicht nur die Reihe, wo du hinklickst. Also du klickst jetzt auf einen Hero, dann stunst genau den. Du kannst halt auch daneben klicken oder auch dahinter klicken oder auch links oder rechts daneben klicken. Und der Stun wird trotzdem. Der Stun kann dann halt mehrere treffen und nicht nur einen. Und das macht, da gewöhnt man sich, glaube ich, so an, aber das ist halt ein bisschen riskanter. Und wenn man da nicht die hundertprozentige Erfahrung mit dem Hero hat und dann kommen halt solche kleinen Missplays schon mal vor. Und das ist in dem Fall jetzt egal gewesen, weil das halt völlig out of position war oder drei Leute waren, die ihn gegankt haben. Aber prinzipiell sollte man sowas vermeiden. Oh Gott, was kommen hier für Items, Alter? Was ist hier los? Auch übrigens sehr schön, dass Bone 7 den Siege Creep genommen hat, um drauf zu TPen, denn den konnte der Elder Titan nicht rechtzeitig töten mit Spirit. War der Einzige, für den er halt nicht die Möglichkeit hatte, ihn umzunieden. Dass dieses keine Scythe-Crop wird, wundert mich ehrlich. Das ist eine Shiva's Guard. Zusammen mit einem Ghost Scepter erscheint mir dann doch etwas komisch. Ja. Und Envy, der Carry, wird eventuell rausgefokust. Na, sie trauen sich nicht an ihn ran. Wollen lieber in Mitte anscheinend. Und Bone 7 mit dem MS seines Lebens! Aber das BKB ist da! Doom is back, run! 10 Sekunden BKB. Ja. Es geht viel verloren auf einen Schlag. Und ist länger und sie haben es nicht für den Tower-Push. Sie haben das BKB nicht für den Tower-Push. Und Roshan ist noch 3 Minuten weg, also sie können jetzt eigentlich nichts daraus holen, außer zu pushen. Ja, und Farm. Pushen sollten sie nicht ohne das BKB. Und Eternal Envy ist halt mit dem Counter-Push unterwegs. Guckt die Top-Lane an. Richtig, ja, und da kriegt wahrscheinlich diesen Top 2. Und das wäre. Sie gucken, dass der Bär rankommt am Bone 7. Yes! Und der Bone 7. Da haben sie einen sehr einfach. Oh, was für eine dicke Ulti! Zusammen kombiniert mit einem Scream von einem guten Sing Sing und einem. Und einer Sonic Wave. Das haben sie sehr gut gemacht. Bulldog tippt da raus. Sein Bär wird weiter Damage machen. Aber jetzt ist auch noch Eternal Envy drin und er bekommt es vor, weil der Orke Tick ist genug. Aber kein Mana mehr. Und das ist der Soul Ring, mit dem er sich selber umgebracht hat. Loda wird von den Familias gestunt und Owie hat den Gem. Hat den Gem mitgebracht, aber Sing Sing muss aufpassen, sie haben den Bär gefarmt bekommen. Aber der Gem ist schon wieder auf dem Boden, Sing Sing sehr schön gemacht, hat jetzt gerade sein Ghost Scepter rausgeholt. Sie werden versuchen, das auch irgendwie umzudrehen, Loda zu bekommen, aber das können sie, glaube ich, nicht schaffen. Das ist, obwohl sie können. Ganz schön Sing wichtig, also kann sein, dass sie Loda noch kriegen, aber sehr wichtig in dem Fight war, oh, sehr schön gearmtoggelt. Ganz schön wichtig in dem Fight war wirklich einfach, dass der Bär noch da geblieben ist. Bulldog hat raustippiert, aber hat den Bär mit Radiant Star gelassen. Genau, so ist richtig es. Viel genau Schaden so noch gemacht ist es. Und gut, dass Sing Sing den Bär auch noch getötet hat am Ende. Das war wirklich auf, wie schon Liscon gerade hier nochmal untermalt, es war viel Hate gegenüber Bulldog Bolli, bis zu diesem Zeitpunkt. Der wurde sau viel rausgenommen, aber auch der Titan. Und wie gesagt, den Fight solltest du eigentlich ohne das BKB nicht nehmen. Auch wenn sie diesen guten Outtake geschafft haben gegen Bone 7, das war wirklich gut gemacht. Mit Bär ranlaufen, der dann halt mit Radiance das Dagger auf einen Schlag disabled, dann der Titan drauf und
Das Snake springt raus und plötzlich ist der Magical Damage halt immens, gerade halt unter der Titan Aura. Was übrigens nochmal sehr geil ist mit Radiance, ne? Ja. Das ist halt echt. Der Schaden eskaliert. So ist es. So und nicht anders. Und Envy stirbt im ersten Fall, in dem er teilnimmt. Ja. Soul Ring. Ja, ist halt bitter, ne? Soul Ring Animation zu sich zu drehen und. Ja. Scheitert. Oh, da ist ein Nikes drin. Oh, da ist das ganze Team da. Ich liebe Storm. Storm. Der labert immer so lustigen Kram. Ist wie so ein Mexikaner. Storm ist ja nicht umsonst mein Signature Hero überall bei meinen Social Medias. Das ist so geil. Ach, ist er das? Ja, wenn auf seinem Channel. Überall, also mein Channel-Bild, meine Facebook-Chronik-Bild. Oh, wir sehen gerade einen Pull und Arke wird da sehr weit gezogen. Sehr schön, das Silence, aber ich toll, Envy wird disrupted, aber vielleicht kommt er raus. Das wird. Oh, der Tod. Tod. Der Damage, der rauskommt. Envy kann nichts tanken gegen mich, wirklich nicht. Oh, und auch dieser Bär ist eigentlich noch sehr gefährlich. Oh, Mann. Ach, du Scheiße, der braucht sowas von das BKW. Ja. Es läuft halt kein Meter auf die Art. Familias bekommen dafür den Kill auf der Top-Lane und dem Tower. Sehr schön gemacht mit den Creeps. Fortification ist hier da. Es gibt kein Buyback auf Envy. Wo ist das ganze Game? Aber das ist ganz ehrlich, das ist Tier 4 jetzt. Tier 3 meinte ich, sorry. Gott, ich bin hier echt heute mit den Namen bin ich so durcheinander mal wieder, wie üblich. Und ich find's auch sehr genial, dass ihr halt den Titan jetzt hier rein bewegt. Um versucht halt ein bisschen was rauszuholen, gerade auch mit Echo Stomp. Eventuell, da kommt aber der Go! Oh, auf einmal! Und das ist BKB da und die Sonic Wave wurde auch gerade committed. Tut mir leid, dass ich es gesehen habe. Ich habe auf Pilot Die geachtet, der völlig out of position ist. Top gefarmt hat. Oh, 1000 bekommt die Impetus Hits ab. Das ist sehr viel Damage. Aber Pilot Die war in diesem Fight nicht da, weil er oben einfach gefarmt hat in den Woods. Jetzt kommt der Sandring Buybacks. Den Tower könnte verteidigen, aber sehr schön gemacht. Loda erwischt. Trotzdem nicht gute Koordination. Eternal Envy war da nicht gesilenced. Aber es reicht. Oh, haben wir noch einen Pull? Hat er noch einen Pull? Er hat doch ein Pulver, er hat doch Electric Vortex. Oh, aber der Bär, der Bär kann rennen. Aber er kann auch gestunt werden. Nicht. Oh, wir brauchen, wie langsam er ist. Süß. Wow. Bulldog verliert den Bär und der ist auf 100 Sekunden, der ist auf Cooldown. Aber wieso hat der... Wieso hat Eternal irgendwie den Titan nicht gepullt? Ich weiß es nicht. Because reasons. Revorst, please. Ist natürlich die falsche Adresse für dieses Game zu fragen. Na klar. Aber ja, ich kann dir nur zustimmen. Aber Bone 7 hat da einen großen Spielfehler begangen. Bitte, was ist das denn für ein Bug? Was? Wo? Das ist ja. Meine Fresse, ist das fies. Welcher? S4 hatte eben gerade ja einen Titan unten hinterlassen, ne? Ja. Ein Astral Spirit. So, jetzt hat er sich. Ist er top tippet und dann ist der Spirit langsam sicher hochgeflogen. Ja. So, der Spirit ist in ihn rein. Er kriegt den Buff. Dann hat er einen neuen Spirit gemacht, um halt die Wave zu farmen. Und hat diesen Spirit in sich reingezogen, während der alte Buff noch aktiv war. Und es hat den alten Buff erneuert. Und der alte Buff war halt einfach 320 Schaden. Okay. Ja, das ist stimmt. Das ist ein Buff. Das darf nicht sein. Es muss halt der neue Buff dann sein. Der halt eigentlich so wie in diesem Fall plus 77 Schaden oder so gibt. Mhm. Oder 72. Aber das war halt echt. Der hat doppelte Bufflänge bekommen. Oh, das TP auf die Familias. Sehr stark. Dafür sind Familias halt genial. Wer wird gepult? Es ist EGM und er hat keine Chance, zu überleben. Der S4 hat gerade keinen Spirit. Aber jetzt kann er wieder mal ein bisschen wegschieben, versuchen, Raum zu gewinnen. Ist auch wichtig, dass sie jetzt hier irgendwie Raum gewinnen. Aber Bulldog hat halt noch keinen Bär. Jetzt hat er einen Bär. Jetzt können sie wieder ein bisschen sich beteiligen. Eternal Envy baut hier anscheinend hat den Bloodstone fertig für den nächsten Fight, wenn er möchte. Das ist gut. Richtig fest auf den Bär. Und der Bär hat er jetzt noch AC? Nee. Nee, hat er nicht. Wird knapp. Oh, Envy traut sich viel. Zu viel, das ist fast suizidal. Er springt da nochmal sehr weit weg, aber hat er gut gemacht. Pilot Eye mit der perfekten Ulti. Geht da gut durch, macht auf alle Damage und Arke geht aber nicht down, weil der Heal einfach zu stark ist. Da kommt der Stomp durch, aber da erwischt nur Ori 2000. Der wird ihn sofort wieder aufgeweckt. Er hat keine Chance mehr. Der kann versuchen zu laufen, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Außer jetzt kommt nochmal die Familias. Das macht der gut, der Junge. Dieser spielt so gut. Spielt so solide. Auch wenn ich glaube, dass es ihm nicht sein Leben retten wird, weil es einfach zu viel ist, was er hat. Oh, auch Pilot Eye muss aufpassen. Und der Stomp trifft Sing Sing wieder und Storm nicht. Hinten auf der Backseite. Holen sich EGM und der TP da raus. Aber sehr schön, die Titan-Ulti. Und das wird Eternal Envy's Tod bedeuten. Keine Chance, das zu überleben. Denied. Sehr schön, die Denied.
Suicide und Topsy mit Sing Sing wird jetzt nochmal angegangen, kriegt nochmal einen Blink raus gut, und blinkt TP'd. Sauber. Und Familias sind nochmal beim Rauschpit weiterhin. Sehr gut gemacht, die Familias ist nicht gestorben. Also wirklich, wie lange hier nochmal die Visage am Leben war. Sehr schön gespielt. Aber Alliance kriegt halt diesen Fight. Offensichtlich. So wie sie reingegangen sind vom Engagement her. Und auch die Ultimates zum Großteil eigentlich daneben gegangen sind, was gerade so laufen muss. Oh, aber sie können auch Schaden nicht machen. Sie können es nicht. Bone 7 ist so schnell. Bone 7 ist einfach Arke. Lightning Speed. Das ist so krass. Ich liebe diesen. Er hat das initiiert. Er war es, der es initiiert hat. Den Bad Rider mit Mask of Madness. Und Boots of Travel. Der mit 500 Movement Speed einfach so viel Gebiet scouren kann, dass es einfach lächerlich ist. In dem Fall sogar nicht mal notwendig, weil du mal das Warding anguckst, aber grundsätzlich halt extrem genial, wenn du irgendwo Outtakes suchen willst in einem gesamten Jungle, kannst du damit so schnell absuchen und dann den Helden farmen. Aber er steht halt auch Bone 7 dieses Game 6-1-5. Das ist halt. Bone 7 typisch. Macht Arbeit dieses Game. Wow. Aber immer, er ist halt. Also ein Batrider ist so, er ist so versiert auf diesen Heroes, Batrider und Clockwork. Das ist richtig. Das ist klasse. Und ganz ehrlich, jetzt schau dir mal die Networth an. Die haben gut aufgeholt. Die sind gar nicht mehr so hart hinten dran, sondern sie sind jetzt voll dabei. Speed Gaming ist vorne. Ja gut, ich meine. Minimal, also aber, es sind jetzt keine Beträge, die irgendwie was bedeuten. Aber wenn du den Graph anguckst, so, also die potenzielle Entwicklung, das ist ja, nur stetig nach oben gegangen. Das ist krass. Und experimentell halt sind sie 5000 davor. Level sind halt auch besonders gut auf ja. ihn. Oh, Bone 7. Gerade auch Envy. Mit Shadow Blade. Mehr. Bone 7 hat ein Shadow Blade. Alter, Bone 7. Beast Mode. Alter, kann man noch schneller sein? Das ist Max Movement Speed 5. Schnapp den Bär. Schnapp den Bär. Come on. Kill den Bär. Der hat einen Resum. Fuck. Ein Resum. Nehmt Dang nicht it. Den Bär. Ich höre einen Storm jumpen. Der wird gleich hier ein Set die Remnant platzieren und wird erwischt vom Stun. Aber sehr schön gemacht. Kommt eine Ulti durch und fett gemacht und jetzt werden sie tatsächlich doch vielleicht auch Schaden bekommen. Er geht in diesem Moment down zur Radiant. Speed Gaming hat ihn bekommen, Sandgang hat das eigenes bekommen. Das heißt, komplett den Fight umgedreht. Arke wird hier gerade gepusht, hat allerdings nochmal seinen Heal angemacht. Auf den hinteren Seiten hat Pilot Dai gerade noch seine Aegis verwertet, das er gerade bekommen hat, hat den letzten Stun rausgehauen. Da kommt ein Stomp von S4, der mischt drei Leute, haben sie sehr gut gemacht. Eternal Envy hat auch nicht mehr 4 Mana. Und den 5. Versuch. Boah, aber gleich kann Pilot Dai nochmal retten. Der kommt gleich mit Stun wieder rein. Invis unterwegs, S4 hat sein BKB gezündet. Bone 7 kommt mit Firefly hier nochmal hoch, aber wird sehr schön vom Titan erwischt. Pilot Dai hat einen Dagger, aber der wird gerade disabled durch das Radiance des Bäres. Und macht er immer wieder gut. Der, guck mal, wie er ihn micro. Er micro ihn so, dass Pilot Dai permanent den Dagger disabled hat. Sehr schön gespielt sehr von Bulldog gerade, aber wie gut das gefightet war von Speed Game. Guck mal, der arme EGM. Wie sie einfach mit ihren Kram komplett reingehen, das ist so genial, wie sie mit ihren Ultimates da durchbrettern und auch die Familias sind, machen immer so schöne Stunarbeit. Das ist echt faszinierend. Oh, klasse. Einfach dieser Go funktioniert für sie, wie gut sie da reinkommen, obwohl da diese ganzen fiesen Disable mit Poison und mit Radiance da sind, die alle, oder auch der Spirit, die alle die Dagger kaputt schlagen können, sie kommen rein, sie kriegen die Spells durch und sie machen den Schaden, der und notwendig ist. Sie haben Roshan bekommen. Die haben Roshan, ja. Und sie haben das Aegis verwerten können. Also ja. Sie haben nicht mal die Supporter weggeschenkt. Nee. Die haben nicht mal die Supporter weggeschenkt. Sie mussten nur Bone 7 hergeben, der sowieso kein Gold verloren hat. Weil er ein Shadowblade gekauft hat. Wegen Reliable Gold. Wegen Shadowblade. Ja, Shadowblade, best Pickup. Alter, so geil. Und der geht immer wieder hier hin. Sicherster Spot, effizientester. Oh mein Gott, 522 Racecar. Das ist einfach. Acke, in Sekunden gefunden. Ja. Was? Der wieder diese längste Dagger sind so geil. Dieser längste Dagger. Über Pilot Dai laufen. Ehrlich, ey. Nicht zu mir. Nicht den scheiß Bär zu mir ziehen, du Arschler. Genau, das muss er gerade im Teamspeak gerufen haben. Wahrscheinlich wollten sie nicht, weil der noch zu nah am Tier 2. Wenn sie, sagen wir mal, hierhin gezogen hätten und dann alle hier versammelt sind, dann gibt's einfach SKs dann und dann wird gefordert und dann gibt's einfach Scythe eventuell noch hinterher, wenn es sein muss. Mhm. Dann geht das schnell. Aber so ist es. Die Gegner können halt nicht über die Klippe schnell, wenn der. Ja, sie können einfach generell nicht über die Klippe schnell. Bis auf halt den Echo Stomp. Von daher wäre das okay gewesen, aber so nicht. Und Pilot Dai und findet das gesamte gegnerische Team. Ouch. Oh Gott. Das habe ich leider verpasst. Ouch. Ich war auf der Top-Lane. Konntest du es gar nicht schnell gut sehen. Das war innerhalb 0,2 Sekunden ungefähr. Wobei. Das war wirklich einfach nur Hit Elder Titan, Hit Lifestealer umgefallen. Mhm. Komplett. 40 Kills mit TA. TA, alles klar. Wir hatten da nicht so schnell ge-FF'd. Das ist echt ein bisschen crazy. Das ist halt. Oh, in der Mitte, Familias wollen gefarmt werden, wie es aussieht. Aber. Summoned, oder? Höchstens einer, ja.
Oh, Acke. Naja, versucht auch sein Glück. Aber dieses für mich ist ein stark. Muss man echt aufpassen als Supporter. Die können sie einfach rechtsklicken auf den Shadow Demon und danach irgendwann mal reinziehen für gute Stunts. Und der Split Push funktioniert. I don't believe this shit. Die kommen vorwärts. Ja. Die kommen vorwärts mit ihrem Gameplan. Envy, du hast kein TP. Er braucht kein TP. Er begibt sich in Position. Und zwar genau deswegen, weil er zieht den. Ein Creep! I don't believe this shit. EGM wird gezogen. Der geht auch definitiv down. Mecha nochmal da. Eternal Envy mit Soulcatcher drauf. Da sollten sie nicht mehr weitergehen. Sing muss da raus. Oh. Und Envy. Einfach kein. So weit wie möglich raus. Weg von dieser Situation. Bloß niemanden verlieren. Envy muss sich beeilen, weil wenn er jetzt nicht schnell genug dahin kommt, gibt's auch kein TP. Aber guck mal, Owie pusht alleine den Tower. Das gibt Envy Luft, dass dieser Mid-Push gibt Envy tatsächlich die Luft, die er braucht, um da oben wegzukommen, sonst könnten nämlich wirklich hinterher diven. Ja. Oh Mann, Bone aber dieser Go, Bone 7, Fehler passieren jedem. Und ja, ganz ehrlich, so gut wie er heute gespielt hat, wollen wir ihm das jetzt nicht ankreiden, dass er mal einmal einen Creep gezogen hat. Er muss ja auch schnell klicken und ganz ehrlich, Missklicks passieren jedem. Richtig, auch den Besten. Auch den Besten, genau. Und Bone 7 mal wieder mit seinem Shadowblade auf Hand. Findet hier wahrscheinlich sogar Ackel. Aber. Nein, oh ja, er macht mal mit Tief erstmal den Deal an, weil er damit rechnet, dass er gleich vor den Sack bekommt. Das gefällt mir. Das ich glaube, sie haben Gem, deswegen, sie haben ihn gesehen. Haben sie irgendwo, wo haben sie den Gem? Sie haben Gem auf Acke, deswegen. Ah ja, genau, okay. Deswegen. Hat ja 1000 Range und ich glaube, mit dem Observer Ward waren sie in der Lage, ihn zu spotten. Yep. Also er hat gesagt, okay, hier. Als allererstes. Und wenn er ein Go macht, dann EGM reagiert einfach. Ganz simple Ansage. Mhm. Und wenn die das damit gewinnen würden, ich wäre echt überrascht. Gerade weil wir uns ins Late Game begeben, ne? Wo man eigentlich sagt, Lifestealer mit ordentlichem Farm und auch der Lone Druid. Was hat der Lone Druid noch zusätzlich? Hat ein AC noch gefarmt oder so. Ja, und es ist nicht so, als hätte der Storm Spirit jetzt hier noch und Scythe momentan stehen. Ja. Mit denen er. Immerhin. Ja. 8,2. Ach, das ist sehr nice. Und Eternal Envy geht auch zurück. Spart auf das. Creep punishen. Kennst du das von Six Sing Stream? Wie er dann Laguna Blade of Creeps verwendet, nachdem er Aghanims hat. Ja. Also, wie ist das gehört? Genius! Oh, da gibt's einmal den Damage an die Creeps. Oh, sehr schön, das BKB-Gebild von S4. Wir haben eine Fortification. Und bis dahin ist Isama wieder auf Full HP. Und das wird eine dicke Kombination, wenn er hier gerade seine Ulti noch durchbringen kann. Aber Pylite will nicht. Und Orbi wird wahrscheinlich angegangen, weil Loda prügelt sich hier durch. S4 auf der hinteren Linie, der hat natürlich zerstört. Loda wird gehext. Die Fortification ist nicht da. Da kommt der Stun durch. Meine Stimme versagt gerade in diesem Moment. Aber Loda wird weiter angegangen. Er bekommt aber die Rexes. Und das ist das Entscheidende. Oder bekommt er sie nicht? Die Rexes 15 HP gehen aber durch den Katapult down. Arke wird weiter gechased. Da kommt nochmal ein Stun dazu. Und der geht auch noch down. Vier Leute verloren, dafür die Rexes bekommen. Und jetzt müssen sie pushen. Oh Gott, ich sterbe hier. Rechtsklick Mitte, go. Oh Gott. Jetzt müssen sie Rax zurückholen. Das ist teuer, aber die Alliance hat viel investiert für nur einen Rax und das ist wirklich nur eine Rax. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel wert, auf jeden Fall nicht. Wenn jetzt nämlich hier ein Tier 3 mitgenommen werden kann und ein Tier 2, dann kann es sein, dass sie da ganz durchkommen. Und das ist noch 20 Sekunden auf all den Helden. Also Tier 3 wird es auf jeden Fall noch hart angegangen. Und das ist wirklich nicht wert gewesen. Ja. Das glaube ich nicht. Wir haben viele dafür gestorben. Ja. Ich meine, Brolli hat wieder überlebt. Das ist halt kein Bär. Sie haben kein Bär resummon. Doch. Achso, kein Resum, ja, okay. Nee, kein Bär resummon. Wenn der stirbt, ist er weg. Sie brauchen es. Oh, Bone 7 weiß aber auch, dass er diesen Bär eventuell kriegen kann. Sie haben ihn nämlich einmal im Bär im Fight getötet. Und es wird es auch die Ansage gegeben haben nach Motto, wenn wir den Bär töten. Brauchen diesen Tower, aber sie schaffen es nicht. Ja. Schade. Naja. Aber weiter. Oder? Nee. Sie gehen noch nicht back. Sie baiten das. Das ist natürlich das Beste, wenn du nicht wirklich back gehst. Ich denke, sie sollten das baiten und versuchen, jemanden rauszuwählen. Also, gut, sie haben jetzt, sie hätten das gemacht. Ich weiß, die Alliance ist auch zu erfahren dafür. Also, theoretisch hätten sie das machen können bei einem unerfahrenen Team, weil wir haben gesehen, Loda war noch tot. Aber das grenzt Farmraum ein. Ob es jetzt klappt oder nicht. Ja. Das spielt aber jetzt schon noch eine Rolle, aber. Aber es ist halt ein Bein da unten. Das ist diese Rex. Einfach ja, du hast aber also wenn es nur um den Push geht, du hast einen Sand King mit Caustic Finale Level 4. Ja. Also, der macht einmal einen Angriff und die gesamte Wave fällt um. Ja. Das ist halt echt simpel. It's simple, we just kill the Batman. Und der Batman kommt in die Mitte. Irgendwo. Aber er ist auch alleine, hat gar kein Outtake-Potenzial. Envy hat jetzt WOTP. Ah, hat schon länger, glaube ich. Ja, und Envy, beeil dich, spring.
Spring, spring. Okay. Peter? Nee, ja, ja. Hat genug Mana Regeneration. Wenn er TP't, dann noch die Familias. Bestes Ziel. Der Sand King hat übrigens echt genial, oder? Ja, das ist sowieso total geil. Mobil über die Map zu kommen, echt schön. Und ein Augenschmaus. Und Sand King hat übrigens das Wheel of Discord gebaut, was halt so gut synergiert mit einer Queen of Pain und seiner Ultimate. Und auch mit dem Storm Spirit. Ja, der macht ja auch extrem Magical Damage. Wenn du das gut anbringst. Gerade mit Overload. Und auch mit seinem Barrel Lightning macht ja auch alles Magical Damage. Mhm. Wenn sie Titan hat, meine Fresse, wäre das viel Damage. Wenn sie den Titan hätten, ja. Würde ziemlich eskalieren, aber ich glaube, sie tun es besser damit, diesen Batrider zu haben. Und schöner Smoke. Hoffen wir, dass er Erfolg hat. Aber der wird die Lane zu offensichtlich sein, eigentlich. Naja, aber die Lane unten ist ausgepusht. Roshan ist noch eine Minute weg. Jetzt musst du Platz gewinnen auf der Map. Das stimmt. Du hast wenig Wahl. Wir müssen jetzt einen Outtake finden, aber sie können den Outtake nicht finden. Das ist. Aber tatsächlich, sie haben halt auch die guten Backs, wenn sie in der Map fighten, also weder noch in irgendeiner Base, dann haben sie die BOT-Buyouts auf die Familias. Ja. Und das EGM, ist halt das Entscheidende. EGM wird gefunden. Oder Arke wird gefunden. Er hat seine Heal nicht rausbekommen. Und er ist tot, bevor irgendwas. Das schöne Disruption. Perfekt gemacht. Wheel of Discord nicht aktiviert. Das kommt zu spät von Pilot Day. Und jetzt bezahlt er mit seinem Leben. Isama kommt da gerade rein. EGM wird gepult. Der hat so lange überlebt diesen Fight, weil das so perfekte Disruption war auch noch. Arke hat seinen Heal noch rausbekommen. Hat sich auch zurück ins Spiel gekauft. Der Titan hat sein BKB gezündet. Ist der Storm Spirit noch unterwegs oder ist er schon tot? Es sind noch zwei Leute da. Eternal Envy fightet noch weiter. Wen möchte er bekommen? Tippet, während er roffelt. Das kann man machen. Nicht gut für sie gelaufen, wirklich. Okay. Schade, dass sie es vor nicht kriegen konnten und auch tatsächlich, dass Acker noch überlebt hat wegen dieser wunderschönen Disruption. Es war wirklich sehr gute Arbeit da. Das ist Roshan. War einfach nicht. Ja, das ist Roshan. Und das ist Cheese Roshan, oder? Nee, warte mal, das ist noch kein Cheese Roshan. Obwohl, da ist noch ein Familiar. Oh, haha, und diesmal haben sie sich durchgefressen. Den kriegen sie aber gar nicht. Oder? Ja, nee, es schafft nicht. Das heißt, ein Familiar wird immer da sein. Der hat Cheese, ja. Oh je. Aber Safe auf dem Titan ist richtig gut. Richtig viel wert. Oh, und jetzt wissen sie es auch. Jetzt wissen sie, dass sie eventuell was snipen können, aber ich glaube nicht, dass der Familiar das schafft. Zu viel. Oh, auf einmal ist er umgefallen. Das Timing ist zu schwer eigentlich. Ist es einfach. Und vor allem, wenn man halt damit rechnet. Man rechnet ja auch damit. Das ist das Problem. Natürlich. Die wissen auch, aus welcher Richtung der Familiar kommt. Ganz klare Sache. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Gespannt. Envy könnte die Scythe bauen oder er macht einen Buyout. Beides ist möglich, ja. Ah, ich denke, wegen Bloodstone wird er eher die Scythe anstreben. Auch einfach, weil sie brauchen Scythe auf Titan. Brauchen Scythe auf irgendwie den Nikes auch noch im Fight. Ja. Sonst einfach zu lange. Die stehen zu lange, das ist das Problem. Müssten halt eigentlich echt. Sie müssten den Shadow Demon oder Arke silenzen. Eigentlich eher den Shadow Demon silenzen, ihn währenddessen killen und dafür sorgen, dass Titan und Lifestealer halt im Hex und Stunlock drin sind. Dann können sie es schaffen. Ich muss auch sagen, schaut mal Sing Sing an. Ja? Pilei Dai. Oh, Skadi, lol, nice. Wie viel Damage der auch macht, ja? Pilei Dai hat sein Wheel zu spät benutzt, lange nachdem seine Ulti an war, lange nachdem, oh Gott, das ist ein langer Dagger. Ja, das war sehr gut gemacht von Bulldog. Er hat zu lange gebraucht mit seinem Veil, das stimmt schon. Aber ich glaube nicht, dass ihn Tier 2 defenden wollen, Tier 3, bin ich ziemlich sicher. Oh, Alliance geht hier wirklich ran. Sie wollen das wirklich fighten, das wundert mich ein bisschen. Sie haben Aegis, sie haben Cheese. Ja, Cheese. Bonus Invis und wen ziehen sie? Den S4 und den müssen sie bekommen. Wo ist das Wheel of Discord? Wo ist das Wheel of Discord? S4 geht down. Eternal Envy steht da sehr, sehr schwierig drin. Ich glaube, das ist gerade Queen of Pain down gegangen. Nein, es ist ein Loder, der angegangen wird und auch tatsächlich down geht. Das Aegis wird verwertet. Arke muss sich mit seinem Healer zurückziehen. Der Tower ist down gegangen, aber Loder werden sie bekommen. Da kommt ein sehr schöner Stun. Rage ist auf Cooldown gewesen. Jetzt zündet er das gerade. Er geht aber einfach Invis. Sie können ihn da gut durch die Base kiten und bekommen den Kill. Außer Abyssal Blade? Nein. Isama zu strong. Keine Chance. Sie haben diesmal keine Rax dafür bekommen und drei Helden einfach hingeschmissen. Es wundert mich wirklich, dass sie die Base so fighten wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen, gegen die Scythes und gegen dieses Lineup, das den Initiate braucht. Die brauchen ja einfach nur diesen brutalen Initiate mit dem Sand King Ultimate und gleichzeitig auch dem Queen of Pain Ultimate und dann sind sie stark. Gegen so ein Lineup, die volle Kanne hochzugehen in die Base, weiß ja nicht. Und naja, aber na klar, irgendwann musst du die Base halt nehmen.
Das ist halt auch so das Dilemma von Alliance. Irgendwann musst du Highground breachen. Ansonsten wird das Spiel halt auch nicht zu Ende gehen. Und ja, es war zwar... Es hätte halt einfach besser ausgefightet sein müssen, aber ich weiß jetzt auch nicht, was wir großartig besser machen können. Weil der Bär stirbt einfach weg durch die AOE. Ja, der Bär hat kein BKB. Er stirbt einfach. Und ganz ehrlich, Sing Sings Damage pro Sekunde ist halt echt enorm. Nur mit Hits. Der hat ungefähr... Der greift so hart an wie ein Carry. Ja, der braucht mit nur 230 noch Damage und 0,7 AS. Wenn er jetzt noch irgendwie einen Daedalus hätte oder so, das... Sollte er auch holen. Einfach jetzt Damage bauen. Sing Sing, Sing, Sing und Envy. Beide, aber da kommt die Fortune. Aber ganz ehrlich, wenn sobald die den Earthsplitter sehen, gibt es nochmal die Force-Stuffs der Supporter. Ja. Dann werden die gezogen. Halt ein sehr schönes mobiles Line-Up von Speed Gaming. Sie haben Blink Dagger, sie haben Ball Lightning, sie haben Blink. Es ist Battle ist sowieso die laufende Speedbombe. Das ist eigentlich nur die Visage, die da im Vergleich ein bisschen langsam wirkt. Weil deswegen ist halt sowas wie der Titan Stomp im richtigen Clash schwierig anzubringen. Genau wie der Earth Splitter. Weil du kommst eigentlich raus. Die sind mobil genug dafür. Das ist richtig, sie spielen sogar ganz ohne BKW, ne? Ja, genau. Haben dafür halt... Oh, die Familie ist... Haben auch keinen langen Stunts, gegen die sie stehen, wo sie Angst haben müssen, ganz ehrlich. Das ist wirklich egal. Ja, sie haben nur das Abyssal Blade. Und gegen Dings können sie sich eh nicht wehren. Genau, gegen Abyssal Blade können sie sich nicht wehren. Gegen den Purge von Demon können sie sich nicht wehren. Und gegen Bashes können sie sich auch nicht wehren. Grundsätzlich, also. Mhm. Warum Geld in BKBs verschwenden? Sie haben das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, sie haben so viel Storm mehr bekommen. Zu spielen. Was haben sie denn? Normalerweise ist Storm immer so BKB-Träger. Braucht es einfach, um sich zu bewegen im Fight. Aber wenn die Gegner nichts haben, who cares? Was würdest du von einem, Ich finde es einfach was. Ethereal Blade halten? Ethereal, sehr geil gegen den Bär. Weil der Bär kippt einfach um. Weil ich meine, Queen of Pain und Storm Spirit haben beide einen Ghost Scepter. Sandkick auch, aber der wird. Und auch der Visage. Aber die werden wahrscheinlich eher weniger ein E-Blade ansteuern. Ich glaube, bei Envy ist es ein bisschen das Problem, dass halt das den Bloodstone gebaut hat, was zwar ein wichtiges und teures Item ist, aber keinerlei Intelligenz gibt, deswegen der Nuke vom Ethereal Blade nicht stark genug ist. Dafür hat er halt. Hex und das Problem ist halt auch beiden, du verlierst halt immer deine Attack-Zeit und die ist echt mächtig bei den beiden. Sehr schön, dass sie jetzt schon den Go machen vor der Base. Und ganz ehrlich, das könnte klappen. Moke. Oh ja, sie werden aufgedeckt. Aber er wird gehext! Oh mein Gott, Bone 7 sofort down. Hat der Buyback? Ja, hatte. Okay, alles cool. Ja, im Zweifelsverkauf raus. Und, doch und jetzt Moment. Wollen sie den nächsten Go tatsächlich direkt machen. Oh, direkt. Und dann haben es vor schon wieder gepult und der geht down, bevor er irgendwas... Nein, die Disruption schon wieder. Ich glaub's nicht. Eternal Envy. Ghost Step da rausbekommen. S4 geht in diesem Moment down. Da ist auch ein Demonic Purge, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder ist der normal so langsam? Das Eternal Envy roffelt sich da durch die Kanne. Und jetzt kommt Pilot dahin mit der Ultimate. Und da ist auch ein Reel of Discord drauf gewesen. Deswegen macht Sing Sing nochmal explizit mehr Damage durch die Screen of Pain. Ghost Step davon ihm aktiviert, damit Loda nicht weiter angreifen kann. Bone 7 benutzt jetzt hier gerade sein Lasso. Aber schon wieder eine Money Disruption von EGM. Und jetzt müssen sie Loda fokussen. Das sind Familiar Stunts. Und was für Familiar Stunts immer wieder. Und sie entweder Bulldog werden sie nicht bekommen. Godlike. Wow. Wow, 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 wie sie da gearbeitet haben. Dass SK nochmal rausgeht. Ich war schon ganz irritiert. SK ist ohne Epicenter reingegangen. Ja. Das, oh, sehr schön nochmal den Bär gesniped. Das ist der letzte Bär. Das ist kein Resummon. Das ist kein Resummon mehr. Und Bulldog hat auch den Cheese gegessen, um diesen Bär nochmal zu resummonen, weil er selbst dann HP hat. Als das Sinn macht. Und das ist echt. Oh mein Gott. Also, wie Pilotai da reingegangen ist. Einfach nur reingelaufen, gedeckert, einmal gestunt und wieder rausgerannt und dann tatsächlich. Hat es geschafft rauszukommen, Gott sei Dank, weil halt das Fokus-Target Loda halt disrupted war, sonst wäre er wirklich gestorben. Das ist echt nur so wenig, okay. Aber jedenfalls hat er es nochmal geschafft reinzukommen, das Epicenter hat halt echt dann gut den Damage geklärt. Aber diese Kite-Möglichkeiten gewinnen ihnen das Spiel. Ja. Wie sie die Gegner rumkiten mit ihren Blinks und Lifesteal dabei weg. Gewinnt echt. Aber den Tau, den Tau bekommen sie. Und vielleicht nicht nur den. Die haben aber keinen Bär und das wissen die auch, also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt nur wegen Lifestealer weggehen. Ich höre ein Infest und das vor. Der hat einen Hex, der hat einen Hex. Eternal Envy muss länger. Da aufpassen. Er hat immer noch sein Team. Sie bekommen die Rexes, einfach so. Ja. Ohne zu fragen. Und sie hören auch nicht auf. Was war das denn für eine Animation, die da reingeflogen ist? Ja, ich weiß nicht mehr, was für ein Spell das war. Es sah irgendwie aus wie, ich hab zuerst gerade Skywrath Mage in diesem Game oder was ist da los? Was macht es vor? Ich frage mich, warum man nicht einfach einen Stomp ancastet. Das würde den Storm Spirit dazu zwingen, wegzugehen. Oder es zwingt ihn nur zu roffeln in der exakt richtigen Sekunde. Ich muss einen Shoutout geben an 2Play. Warum ein... Oh. Weil... Er hat darum gebeten. Ich werde ihn jetzt kennen... Nein, ich sag nichts. Ich werde ihn und seine langen Haare kennenlernen. Auf der Dota-Land. Im Winter meinst du?
Ja. Ich werde auch da sein. Das ist gut. Dann werden wir eine Runde. Dota ich werde auch spielen. Übrigens, für wen es interessiert, wer auch auf die Dota lernen geht, ich werde Dominion mitbringen, falls jemand das Kartenspiel kennt. Ich werde. S4 mitbringen. S4 schon wieder gehackt und in dem Stunlock drinne. Down. Kein Buyback. Und da kommt Pilei Dai rein. IGM gesilenced. Wie gut das gefightet ist von Speedgame. Ich glaub das nicht. Loda geht down, hat kein Buyback. Das könnte das Game sein. Ark versucht noch zu healen. IGM haut alles Pets. Und da kommt das GG. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Aber wie fightest du denn dagegen? Weißt du, du stehst in deiner Base und plötzlich machst Klatsch, das Su weg. Weg, ich einfach das weg. Nicht. Das dauert keine Sekunde und der ist über 500, über 1100 Range gekommen mit dem 4-Star plus Madness. I don't understand keine Chance, my Typen world zu retten. Right now. Es ist einfach nur sick. Alter. 9023 Sing Sing. Wirklich, nicht einmal gestorben. Krass. Alter. Wie sie einfach fighten, es ist göttlich. Ich bin geflasht. Ich bin happy. Alter, das hat mich gerade geschickt. Happy, das Ende hat mich geschickt. Also, wie sie Loda noch. Wie perfekt die Koordination war. Die Familiar ist dann so gut getimed auf den Elder Titan. Dann sofort der Silence da gewesen auf EGM, sodass er nichts machen konnte. Loda gehext, gepullt, disabled. So gut gemacht. Also, sie spielen einfach nur way above, muss man ganz ehrlich sagen. Und du hast keine Möglichkeit als Alliance, da nicht off position zu sein. Wie wollen sie denn verhindern, dass da einfach plötzlich einer verschwindet? Der ist einfach aus der Base und sie gehen über zwei Klippen. Wie kommst du da hin? Wie kommst du hinterher? Es geht doch gar nicht. Alter. Das ist einfach echt nur geil gefightet gewesen. Um nochmal kurz auf die Dota-Lan zurückzu. Oder warte, wir schließen erst das Spiel ab, denke ich mal. Sprich ruhig. Ich muss nicht ich werde noch Magic-Karten mitbringen. Ich bringe auch ein Schachspiel mit. Ich bringe Dominion mit. Und ich bringe noch, falls es jemand kennt, Kingdom-Bilder mit. Das ist also einen guten Chunk an nicht elektronischen Spielen. Okay, dann haben wir das geklärt. Dota LAN alle erscheinen vom 2. bis 5. Januar in Kassel. Meine Freunde, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass das Speedgaming hat gerade 2-0 gegen die International-Gewinner Alliance gewonnen. Einfach so. Because reasons. Einfach extrem gut gespielt. Also ich wusste ja, dass die was drauf haben, dass die wirklich gut spielen. Aber das war gerade einfach genial. Ich bin geflasht. Ich werde es wahrscheinlich in 1-2 Stunden erst richtig begreifen können. Super geil gemacht. Wenn euch das gefallen hat, das Commentary, ihr wisst Bescheid, links unten bei Twitch auf Anschließen klicken oder hier die Social Media auschecken. Vor allem VODs von den Casts, wenn ihr es nochmal angucken wollt, wenn ihr nochmal die Games sonst heute sehen wollt, vielleicht Roxkiss gegen Empire, werden auch dort landen. Ich werde mich jetzt noch an die VODs setzen und sonst gibt es nicht viel zu sagen. Also außer zieht euch noch godota.de rein für News und so rund um Dota. Ja. Kann ich noch Shoutouts geben? Gib Shoutouts. Shoutouts an alle Dota-Source-Leute, die hier vorbeigekommen sind. Ich freue mich immer, wenn ihr mal reingucken könnt. Und Shoutout auch an Liscon, der heute meiner Meinung nach gute Startarbeit geleistet hat. Sehr schön. War ja das erste Mal mit uns heute. Mhm. Und bin ich auch sehr dankbar. Oh mein Gott, sorry, ich muss kurz. Boah, so, jetzt. Hilfe, ich wollte einfach den Stream aufrufen, um in den Chat zu gehen. Es tut mir leid. Und ich konnte den Sound nicht ausmachen, weil mein Flash-Plugin abgegangen ist. Okay. Deswegen konnte ich konnte nur den Regler irgendwie schieben, anstatt. Du konntest mich nur schreien hören. Ja, ich konnte mich hören, das war noch viel schlimmer. Okay. Das hast du gesagt. Ja, nein, das stimmt schon. Alright. Ja gut, das sind meine Shoutouts. Ja, auch noch einen großen Dank an dich und an Liscon für deinen Commentary und für Liscons Stats. Hat mir sehr gut gefallen. Wie geht's weiter? Und jetzt werde ich einen kleinen Spicker rausnehmen. Und zwar morgen, Mittwoch, ist Welsh da. Und zwar ab 20 Uhr mit dem... Ich glaube, es ist das Winners Match. Es ist das Winners Match, was gespielt wird. Das heißt Speed Gaming gegen Empire. Oder? Hat Empire vorhin gewonnen? Ja, Empire 2-1 gewonnen. Empire hat gewonnen. Also Speed Gaming gegen Empire ist morgen 20 Uhr unser Matchup. Wird der gute Vash für euch casten. Ich bin dann am Donnerstag wieder für euch da. Ab 17 Uhr werde ich ein Best of 5 casten.
Also fünf, maximal fünf Matches hintereinander. Und zwar ist das der Gewinner aus dem Winners Bracket gegen den Gewinner aus dem Losers Bracket bei WePlay. Ich bin wahrscheinlich auch Freitag wieder für euch da. Ich bin auf jeden Fall Samstag für euch da. Ich bin Sonntag für euch da. Ich werde die ganze Woche durchcasten und dann zwischendurch versuchen, nochmal in die erste Folge Rampage auf YouTube zu packen. Also es ist eine Menge los. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Ich würde sagen, ich spiele noch einen schönen Abschlusssong und dann sehen wir uns Donnerstag wieder und vielleicht kommt ihr auch mal morgen vorbei bei Vash auf dem Channel www.twitch.tv/VashDota. Meine Social Media kennt ihr ja, bleiben hier auch noch eine Weile da. Bis dann, habt einen schönen Abend und wir sehen uns spätestens Donnerstag. Ciao.